Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zur zweiten Folge Q&A. Ich werde wieder eure Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt, sowohl auf meinem YouTube-Kanal, auf Facebook, per E-Mail, Newsletter-Beantwortung, WhatsApp, Modelkartei, 500 Pics, überall. Ja, mein Team sammelt die Fragen und jetzt werde ich einige davon beantworten, 10 Stück an der Zahl. Wir legen los. Silva, ND-Filter, habe ich selber zu selten genutzt. Also in all den Jahren, ich fotografiere jetzt 10 Jahre, 5-mal habe ich vielleicht einen ND-Filter genutzt, weniger, 3-4-mal. Aber wir werden ein Video dazu machen, weil der George, der gerade filmt, der heißt eigentlich George ND Brismitz. Jetzt kommt der Nachname ins Spiel. Nee, der ist ND-Filter-Experte. Das heißt, wir werden definitiv ein Video machen, aber du musst verstehen, ich bin kein Experte dafür, also mache ich auch kein Video dazu. Ich mache nur zu den Sachen Videos, wo ich denke, mich auszukennen. Und da gehören die ND-Filter noch nicht so sehr dazu. Ja, Carsten, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du nimmst ein Lineal, hältst es an den Laptop oder an den Bildschirm und dann kannst du mit dem Stift, nee, du musst es unten auf Stifttablett halten. Ja, das ist nicht der Weg, den ich nutze. Wenn du gerade Linien machen willst, dann kannst du zum Beispiel die Shift-Taste gedrückt halten. Das heißt, du hast deinen Stift, du zeichnest das Ganze mal, jetzt willst du eine gerade Linie machen und dann klickst du einen Punkt an, hältst die Shift-Taste gedrückt, gehst mit dem Stift nach oben und klickst auf den nächsten Punkt. Und wenn du dabei die Shift-Taste gedrückt hältst, dann wird eine gerade Linie gezeichnet. Und das ist eigentlich eine super Art und Weise, um gerade Linien zu zeichnen. Sebastian, ich habe natürlich diese Welle auch mitbekommen. Photoshop, Konkurrent und so weiter. Ich habe mir auch mal ganz kurz das Programm runtergeladen, ein bisschen rumgeklickt. Ich sag's mal so, wenn jemand ganz, ganz frisch einsteigt mit der Bildbearbeitung, nehmen wir jetzt mal, meine Frau will anfangen mit der Bildbearbeitung, sie hat keinen Bock auf Photoshop wegen dem Abo-Modell oder wie auch immer, dann macht vielleicht so ein Programm Sinn. Aber ansonsten nicht. Also ich sehe da keinen Grund, von Photoshop wegzugehen. Wenn man sich was neu aneignet, dann ist es eigentlich egal, ob man mit Photoshop oder mit diesem Affinity-Programm anfängt. Aber wenn du schon ein Programm hast, warum switchen? Ja? Ich meine, was kostet Photoshop im Monat? 12 Euro pro Monat? Das ist ein Witz. Ja? Das ist echt ein Witz. Also früher, wo es noch 1000 Euro gekostet hat, hätte ich gesagt, wenn da jetzt ein Programm rauskommt für 100 Euro, geil. Ne? Aber für 10, 12 Euro pro Monat, ja, also wer professionell arbeiten will, ich empfehle Photoshop. Ja? Aber im Prinzip kannst du mit jedem Programm geile Bilder machen, von dem her. Sascha. Ne? Sascha was? Muss ich mal nachfragen, wie die Namen sind, ich bin so vergesslich. Sascha, was eine bescheuerte Frage. Ja? Ich frage mal zurück. Ja? Welches Auto würdest du mir empfehlen? Ein Porsche oder ein Mercedes? Wenn du jetzt mir eine Antwort gibst, ist es nicht korrekt, weil du weißt doch gar nicht für was. Ja? Das sind so wirklich dämliche, pauschale Fragen und ich meine, das ist nicht böse, ja, aber ich muss es mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich beantworte mal die Frage mit, wer besser fragt, bekommt bessere Antworten. Wer detaillierter, genauer fragt, bekommt detaillierte, genauere Antworten. Welches Objektiv finde ich besser? Ich finde beide geil. George lacht sich kaputt. Ey, nach jeder Frage, ey, wie war nochmal der Name? Ey, das ist so schlimm. Ich habe so ein bescheuertes Namensgedächtnis. Jan. Jan, ich bin überhaupt nicht bekannt hier in meiner Stadt. Ja, wenn du hier irgendwo hingehst, ey, kennst du Kelvin Hollywood Fotografie? Wen? Das liegt aber auch daran, dass ich erst seit diesem Jahr da bin, also noch nicht so lange. Du, keine Ahnung, das kommt mit der Zeit. Also ich mache hier Jobs in der Region, ich habe jetzt keine Flyer verteilt, ich habe auch nicht inseriert, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Es spricht sich mit der Zeit rum, aber wenn du bekannt werden willst in deiner Stadt, ich habe das mal in Oftershahn gemacht, wo ich vorher gewohnt habe,
dann mach irgendetwas, mit was du auffällst. Also ich habe zum Beispiel eine Charity-Aktion gemacht für einen lokalen Kindergarten, ne? Also der in Oftersheim war. Habe eine Ausstellung gemacht, habe die ganzen Leute in der Stadt eingeladen, habe gesammelt, den Erlös gespendet, habe die Presse mit dazu genommen. Dann wirst du bekannt. Also ich denke, mit solchen Aktionen ist eine gute Möglichkeit. Ansonsten durch Mundpropaganda, ja, mit so Flyer und so, ich glaube, da wird man nicht bekannt. Also da wirst du vielleicht mal bekannt für 10 Sekunden, wo die Leute das lesen und dann wieder wegschmeißen. Ich glaube, wenn du bekannt werden willst, musst du Projekte umsetzen, die für Aufmerksamkeit sorgen. Gute Projekte, Charity-Aktionen, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Christopher. So wie ich es verstanden habe, addieren von Fotos mehrere Sterne. Also du meinst wahrscheinlich Ebenen überlagern. Gerade bei Nachtaufnahmen gibt es eine Technik, die kannst du mal ergoogeln. Das nennt sich DRI. Ja? Das ist sozusagen das manuelle Überlagern von verschiedenen Ebenen, ja? Oder von verschiedenen Bildern. Die bringt man in verschiedene Ebenen, maskiert dann manuell aus. Im Prinzip ist sowas wie HDR. Und mit der Art und Weise kannst du das mit Sicherheit machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel Sterne fotografierst, lässt du ja oder die Kamera nicht so lange belichten, gehst vielleicht mit der ISO ein bisschen hoch, dann überlagerst du diese Aufnahme als extra Ebene und maskierst dann die obere Ebene aus, nur am Himmel. Google doch einfach mal nach DRI-Technik, vielleicht auch ein bisschen Luminanzmasken, könnte da auch ein bisschen mit reinspielen. So könnte das Ganze funktionieren, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Marco, Datensicherung on location. Ja, da war ich früher ganz, ganz schlecht. Ich habe auch mal meinen Laptop verloren auf dem Autodach in Schottland. Ist er mir runtergefallen. Er wurde mir später zugeschickt. Habe schon ganz miese Erfahrungen damit gemacht. Ich sichere meine Bilder inzwischen so. Also ich habe sie auf der Speicherkarte der Kamera. Ziehe sie dann, wenn ich einen Rechner habe, auf den Rechner. Ja. Ich versuche auch einen Rechner immer dabei zu haben und wenn er nur im Auto ist und ich ziehe dann mal ganz kurz die Daten auf den Rechner. Und was ich neuerdings mache, ich habe in meinem Laptop, da gibt es so SD-Karten, die schließen ab, also speziell für Books, wo du zeitlich reinsteckst und ich habe die Datenkarte immer drin. Das heißt, wenn ich mal was auf dem Rechner habe, ziehe ich das nochmal zusätzlich auf die SD-Karte, die immer eingesteckt ist am Rechner. Habe ich eine Dreifachsicherung. Weil es kann durchaus sein, dass ich mal meine Speicherkarte lösche oder verliere an der Kamera. Da habe ich es noch auf dem MacBook. Und wenn es MacBook abschmiert, habe ich es nochmal im MacBook in der SD-Karte, die ich jederzeit rausziehen kann. Macht das Sinn? Also so sieht es on location aus. Dreifachsicherung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, die doppelte Sicherung langt auch und einfach nur mit MacBook und Kamera, aber ansonsten jetzt bloß nicht iPad oder so, das wäre mir alles zu komplex, die Daten darüber zu bringen. Ich denke mal, MacBook ist da eine ganz gute Lösung. Lukas, ich fotografiere nicht analog, wenn du das meinst, mit Film. Ich fotografiere in meiner Freizeit auch nicht nur mit Spiegelreflexkameras. Ich habe verschiedene Kameras, ich habe eine G7, eine kleine Digicam von Canon, habe jetzt gerade eine OMD, wo ich teste mehrere Wochen, die richtig geil ist für unterwegs, aber die Spiegelreflexkamera, dadurch, dass ich jetzt mit der 5 DSR fotografiere, die ist mir echt zu mächtig, ja, für den Alltag, mache ich das nicht. Früher waren die Kameras sehr kleiner, die Spiegelreflexkameras, da habe ich sie auch mal im Alltag gehabt, aber jetzt habe ich eigentlich die G7. Oder die OMD aktuell, aber alles, wie du siehst, digital. Alexander, gell? War das? Ja. Geile Frage. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf Facebook-Fans gehen. Also YouTube ist auch cool, viele Abonnenten zu haben, aber die Leute gehen ja auf YouTube, um kostenloses Zeug zu bekommen. Ja? Das sind jetzt nicht die zahlungswilligsten. Ja? Und da ich ja kommerziell arbeite und nicht hobbymäßig arbeite, muss ich natürlich auch schauen, dass ich Geld verdiene. Und da alle Leute, die auf YouTube sind, weil sie kostenloses Zeug wollen, sind die nicht bereit zu zahlen. Das merkst du, wenn du auf YouTube mal ein Videotraining bewirbst, was völlig okay ist, wie die Daumen nach unten gehen, ja, die ganzen gierigen YouTuber, ich bin selbst einer, also YouTube-Konsument. Instagram ist just for fun. Instagram ist mein Hobby-Account,
Es passt jetzt übrigens, weil wir später einen Livestream machen über Social Media Plattformen. Instagram ist just for fun, da poste ich aktuell sehr viele Landschaftsbilder. Also ich würde sagen Facebook. Wobei das offline wichtiger ist, ja, sage ich immer. Aber wenn du mich so fragst, welche Plattform am wichtigsten ist, für mich Facebook, weil da die meisten Leute sind, die auch zahlen. Ja? Also auch ein paar ältere Leute und nicht nur die ganz Jungen, die vielleicht auch gar nicht das Geld haben, obwohl sie gerne zahlen würden. Facebook. Ja. Ute, deine Nachtaufnahmen rauschen. 40D. Was ist das für eine Kamera? Wo liegen die preislich? Wisst ihr das? 600-700 Euro, sagt George. Also, Ute, die meisten, die sagen, meine Kamera rauscht bei einer niedrigen ISO, die übertreiben maßlos. Ja? Das, was du als Rauschen ansiehst, würde ich sagen, wen juckt das denn? Das rauscht doch nicht, ja? Nur weil ein bisschen Haptik drin ist, ein bisschen Korn drin ist. Ich wüsste jetzt nicht, an was es alles liegen kann. Natürlich rauscht es in den Tiefen immer ein bisschen eher. Daher bei Nachtaufnahmen sieht man es deutlich. Ich meine, hey, wenn du mit einer 500-600 Euro Kamera fotografierst und vielleicht auch noch eine Plastikscherbe vorne drauf hast, ja, so eine günstige Linse, da kannst du natürlich nicht erwarten, dass sie die gleiche Leistung bringt wie bei einer Kamera für 3000 Euro und die entsprechende Linse. Das kann viele Gründe haben, aber ich glaube, dass du vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll bist, ja? Dass du vielleicht auf 800% ranzoomst, um dann das Ganze zu beurteilen. Ich müsste es erkennen. Aber technisch gesehen ist der George auch ganz fit. George, hast du noch eine Ergänzung? Das ist generell, dass das Rauschen bei Langzeitbelichtungen. Ne? Also er sagt, es kann halt generell sein, dass es bei Langzeitbelichtungen ein bisschen rauscht. Da trifft es halt vielleicht ein bisschen höher auf. Es gibt auch interne in der Kamera Rauschunterdrückungsfunktionen. Und Leute, wo ist das Problem heutzutage mit Photoshop ein bisschen Rauschreduzierung reinzumachen? Die arbeiten so gut. Deswegen, ja, mein Tipp, ich kann dir jetzt sagen, die technische Lösung, ja, ich würde sagen, betrachte es ein bisschen entspannter. Zur Not schick mir gerne mal ein Bild, was du unter Rauschen verstehst, oder post es mal auf meine Facebook-Seite mit einem Bildausschnitt, würde mich mal interessieren. Und dann können wir da mal Meinungen dazu sammeln. Das war's, ne? Okay, Leute, das war's. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie bitte unter diesem Video. Ich werde schauen, dass ich sie beantworte. Egal, was für Fragen. Ihr könnt auch bescheuerte Fragen stellen. Keine Angst davor. Ich werde jetzt noch eine Folge drehen, wo ich die vergangenen Fragen beantworte. Und dann in dem nächsten Schwung werde ich die Fragen beantworten, die ihr mir jetzt stellt. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe doch, bis bald.